Hallo Leute, so. Die zweite Folge ist endlich draußen. Sie geht 25 Minuten lang und 13 Sekunden und wir beide wissen wirklich noch gar nichts darüber. Das ist die First Reaction, so kann man sie jetzt nennen. Und ich würde jetzt einfach sagen, Film ab. Und mal sehen, was uns erwartet. Es gibt anscheinend ein neues Intro. Nee. Und ich finde es sehr schön tatsächlich. Pommy. Sie sieht so anders aus. Hallo? Ja, das sind auf jeden Fall die Bilder, die wir schon vorher gesehen hatten. Oh. Albtraum. Okay, wenn das jetzt wirklich... Also wenn das jetzt ein Albtraum ist, dann ist das sowas von langweilig. Also das ist ja auch mit Abstand das Offensichtlichste, was man hätte sich aussuchen können. Also ich war wirklich der Meinung, dass man das jetzt nicht machen würde. Ja. Dementsprechend ist wahrscheinlich... Ich gehe jetzt mal vielleicht davon aus, dass Pommy dementsprechend nicht abstrahiert. Ich könnte mir aber trotzdem sehr gut vorstellen, dass das jetzt gerade sozusagen der Köder ist. Und wir jetzt gerade in Sicherheit gewogen werden, dass Pommy nicht abstrahiert, aber sie später am Ende der Folge vielleicht abstrahieren könnte. Maybe. Ich glaube daran. So. Hast du noch was zu sagen? Nein? Okay, dann gehen wir mal weiter. Sieht aus, als wäre unser Sprössling bereits abstrahiert. Tja, man muss halt hart sein, wenn der Zirkus weint. Ich kann mich schon gar nicht mehr an ihren Namen erinnern. Heftig, das Bild. Mhm. Auch von der Animation, das ist ganz anders... als wir es gewohnt sind. Es ist so unfassbar langweilig. Wirklich. Also ich hate jetzt nicht rein, aber es ist das Offensichtlichste und das hat man halt auch gewählt jetzt. Aber hey, Pommy abstrahiert noch nicht. Schön. Hey, Pommy, gut geschlafen? Oder schläfst du noch? Dann will ich dich dabei mal nicht weiter stören. Schöne Stimme von Da ist sie. Ja. Ragatha. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich weiß ja, gestern war es ein bisschen chaotisch. Chaotisch. Oh, und mach dir keinen Kopf, weil du mich für den Ausgang zurückgelassen hast. Es war absolut verständlich gemessen daran, was du durchgemacht hast. Also bin ich nicht böse. Okay, wir befinden uns also direkt einen Tag danach, nach der ersten Folge, nach der Pilotfolge. Okay. Also müsste theoretisch Pommy noch immer in dem Status, okay, wo ist der Ausgang sein? Alles andere würde für mich nicht sehr schlüssig sein. Aber mal gucken. Alles wird im Schritt. Ganz anderes Bild, wie man es von der Grafik auch gewohnt ist. Also, oh, wow. Und vor allem hat in der Nahaufnahme, ja genau, warte, da gehen wir nochmal hin. Da. Wow. Ich weiß nicht, ob man das jetzt der auch im Video Knopf. Sieht, aber auch die Fasern von ihrem Stoff, der ist mittlerweile sehr sichtbar. Also da wurden keine Kosten und Mühen gescheut, sehr schön. Also vergessen wir das fürs Erste. Kane hat ein neues Abenteuer vorbereitet und basierend auf seinen Hinweisen scheint es wohl durchaus spaßig zu werden. Das heutige Abenteuer heißt Kandis Klau-Karambonage. Das muss ich jetzt sagen, sah wirklich trash aus mit dem Untertitel, also mit den Titeln da. Also, okay, na gut, kann man nichts gegen machen, aber ich nehme zurück, dass ich gesagt habe, dass die Kosten und Mühen gescheut wurden. Sie wurden hier gespart. Ganz richtig. Das Kandis Klippenkönigreich wurde der wertvollsten seiner Ressourcen beraubt. Ahornsirup! Oh, yeah. Es liegt an euch, diesen diebischen Vorstadtkrokodilen eine zuckersüße Strafe zu erteilen. Krokodile sind böse. Ein gesamtes Königreich aus Zucker klingt klebrig. Äußerst klebrig, wohl wahr. Klingt. Okay. Doppelbad familienfreundlich.
Nope. Zubel, warte! In diesem Abenteuer teste ich eine neue KI. Es sollte 57 mal immersiver sein. Eine neue KI. Willst du die neue KI? Jack sieht auch so anders aus, oder? Immersiver sein. Eine neue KI. Boah. Hast du es gesehen, als du die Augen... Ah, ich muss das nochmal treffen jetzt hier. Eine neue... Ja, du, es ist halt... ein ganz anderes Aussehen. Aber es sieht okay aus. Zack. KI? Willst du der neuen KI etwa keins auswischen, Subi? Ja, nein. Naja, klingt doch nett. Was hältst du davon, Tommy? Also... Gengel! Unsere ganze Existenz hier besteht nur aus... Rollenspiel? Naja, was also... findet ihr so drauf rum? Das gibt im Krieg! Ah, jetzt beginnt's rum. Das gibt im Königreich, braucht euch! Hm? Nein, danke. Ich bin auf Entzug. Oh. Bubble hat eine ganz andere Persönlichkeit. Das auch? Ich weiß nicht, ob Bubble umgecastet wurde. Ich bin der Meinung, sie war in der Pilotfolge viel höher vom Stimmensatz. Und ihr Charakter wurde so ein bisschen geändert. Also, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass Bubble sowas sagt wie oh, ich bin auf Entzug oder so. Interessant. Das kann das Klippenkönigreich, Freunde. Und da ist der Wummigulli-Elefant. Wummigummi-Elefant, so wollte ich. Keep out. Oh, ich hätte mir gedacht, dass es ein wesentlich mehr Entrance geben würde. Also, dass es etwas länger dauert, bis sie ins Königreich überhaupt reinkommen. Also, dass sie haben jetzt innerhalb, sie waren jetzt innerhalb von 10 Sekunden im Königreich drin. Ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht noch eine Szene, wie sie hinkommen und dass es da vielleicht noch Gespräche gibt oder so. Naja. Aber hey, sie sind im Königreich. Wow, Kinga, sieh dir dieses Schloss an. Es ist unglaublich. Hier gibt's sogar süße Butterfingerlinge. Es ist wunderschön. Ja, dieser... Ich fand Kinga war sehr beleuchtet. Also sehr überbelichtet. Oh, okay. Würdest du sagen? Generell alles. Ja, es hat nochmal einen ganz anderen Touch. Man muss sich, glaube ich, einfach noch dran gewöhnen. Ich meine, die Pilotfolge ist die Pilotfolge. Da ist klar, dass da sehr viele Änderungen vorgenommen werden. Also die nächsten Folgen sollten in dem Stil der zweiten Folge sein, höchstwahrscheinlich. Alles andere wäre etwas, ja, unüblich. Kinga, sieh dir dieses Schloss an. Es ist unglaublich. Hier gibt's sogar süße Butterfingerlinge. Es ist wunderschön. Ja, dieser Ort ist... Wo sind Kingas Hände? Wo sind Kingas Hände? Die habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wo sind Kingas Hände? Die hätten doch eigentlich schon da sein müssen, oder? Hier gibt's sogar süße Butterfingerlinge. Ah, er hat sie wahrscheinlich in seinem Mantel dann drin. Alles andere wäre jetzt... Keine Ahnung. Wo sind seine Hände? Gang hört sich auch so komisch an. Ja, dieser Ort ist hinreißend. Und Pommy da ganz hinten, süß. Warte mal, hat die Puppe gerade gesprochen? Wunderschön. Ja, dieser Ort ist hinreißend. Donnerwetter, die Prinzessin! Ja. Wow. Oh, wow. Die mutigen Ritter seien, die Gott uns sandte. Um unsere derzeitige Not zu lindern. Exakt, eure Hoheit. Euer Königreich ist klasse. Ich liebe den Vibe. Seid mir jetzt bereit. Schau mal, Pomni, wir sind jetzt schon mit der Prinzessin befreundet. Ich bin kein Kind, du musst mich nicht beeindrucken. Ich gehe davon aus, dass ihr über die Mission informiert. Die Banditen, die uns beraubten, nutzen einen modifizierten Tanker. Um ihnen die Stirn zu bieten, erhaltet ihr eine eigene Schlachtkonstruktion. Aha. Gewalt. Gewalt. Das Ganze hier nochmal spielen? Mit diesem Schlüssel gelangt ihr zurück in das Schloss, war die Mission erfolgreich. Ich vertraue euch, dass ihr... Wir haben ja überlegt, wofür dieser Schlüssel da ist. Und der Schlüssel ist dafür da, dass sie, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, wieder zurück ins Schloss kommen. Also einfach nur der Hausschlüssel ins Schloss. Ja, das war's. Um zu sagen, yo... Hey, wir haben es geschafft. Wir haben es gemacht. Wir sind durch. Außerdem, da sind seine Hände. Da sind seine Hände. Oh, Gengi. Ah, sie wurde geschubst, deswegen ist sie jetzt traurig. Ah, ja, stimmt, ihre Maske. Ah, ja, genau, warte, ihre Maske wurde zerbrochen, ne? Okay. Ihr könnt auf mich zählen, eure Hoheit. Oh, bitte, nennt mich Lou.
Immer zu, Lou. Ich sitz vorne. Immer zu, Lou. Oh Gott, ist das die Hupe? Oh, ist ja pervers. Gangel, du fährst. Gangel. Lebet wohl, holde Ritter. Ich habe vollstes Vertrauen in euch. Wow. Ah, weißt du, ich habe jetzt wirklich gedacht, dass er, dass Jax jetzt hier anfängt, die Puppen umzufahren, weil er da so stark geschnitten ist. Ja, hätte ich jetzt gedacht, dass er, dass da jetzt zumindest Puppen umfallen, aber naja, gut. Er ist ein guter Fahrer. Let's go. Cool. Warte, wollen wir uns das vielleicht nochmal ansehen, wie das von außen da aussah? Ja, mal gucken, wie das... There we go. Was sehen wir? Also wir kennen ja das Bild, was gleich kommt, wo die dann in der näheren Aufnahme zu sehen sind. Hier sehen wir jetzt aber nochmal den Wagen in seiner vollen Pracht. Hinten, der Tank aus Guss, wie auch immer das Ding jetzt gerade heißt, mir fällt es nicht ein. Wasserhahn? Ein Wasserhahn, ja, irgendwie in der Art und Weise. Und was auch immer da drauf ist. Anscheinend, ich meine, das Auto von, oder beziehungsweise der LKW hat ja auch irgendwie hinten eine Fracht, die er da lädt. Und hier ist das auch so. Ich weiß nicht, warum man das so gewählt hat. Aber ja, schön. Fahren wir das noch. Ich bin auf die Stimmen gespannt. Glaubst du, deine Mutter schafft es über den Berg, wenn wir das hier mit zum Dorf bringen? Das wird sie locker. Diese Menge an Sirup würde Hunderte retten. Wir können uns nicht sicher sein, dass wir zurück im Dorf sind. Das ist zum Sirup ablassen. Dieser Wasserhahn hinten, ja. Die Stimme. Du kannst auch hier einfach. Es geht 5 Sekunden zurück. Okay, machen wir es dann so einfach. Ja. Okay, Leute, ich lerne, wie ich zurückspule. Diese Menge an Sirup würde Hunderte retten. Wir können uns nicht sicher sein, bis wir zurück im Dorf sind. Aber sie ist hart im Nehmen. Sie lehrte mich alles, was ich weiß. Mist. Pinkelpause ist vorbei, Jungs. Scheint, als ob wir Gesellschaft kriegen. Süß. Alles klar, Gänger. Wenn wir nah genug dran sind, springe ich rüber, infiltriere den Wagen und baller diese Milchbubis ins Nirvana. Warte mal, ich habe das jetzt nicht gecheckt. Was ist denn ihre Mission? Am besten jetzt. Von unseren Leuten. Ich wollte genau dasselbe fragen. Was ist denn ihre Mission? Es geht um den Ahornsirup. Die wollen den ja irgendwie. Aber wer. Okay, warte mal. Aber wer macht den? Wer stellt den her? Das ist die Frage. Ich hab jetzt der Königin anscheinend nicht zugehört, weil was hat die gesagt, was die Mission ist? Sie hat doch gesagt, ihr wisst doch, was eure Mission ist. Okay, dann das heißt Kane, das, was Kane gesagt hat. Ja. Es geht um den Ahornsirup. Und ich glaube, den müssen sie holen. Und sie haben den. Warum auch immer. Das ist natürlich jetzt die Aufgabe. Und er hat Bock. Er hat Bock. Mit was schießt sie? Ich habe das Gefühl, dass er so viele Vorschriften verletzt. Du verletzt mein Gehör mit deinem Geschwafel. Gib Gummi, Dummi. Ich finde aber, Jax hat sich von der Persönlichkeit noch gar nicht so verändert. Nee. Bis jetzt noch nicht. Finde ich aber gut. Gib Gummi, Dummi, finde ich sehr schön. Und hier ist ihr Kleid anders? Hat sie nicht mal... Wer? Von Ragatha? Das ist nur Lichtverhältnis. Also, Pomni... Ich bin mir sicher, dass du ebenfalls mithelfen kannst. Sobald wir aufgeholt haben, könnten wir sie schnappen. Zum Beispiel so. Hey! Oh! Jax! Hä? Oh mein Gott. Ich nehme wieder zurück, was ich gerade gesagt habe. Jax hat sich doch etwas verändert in seiner Persönlichkeit. Wow. Also. Es gab ja nicht mal einen Grund, oder? Was hat er gesagt? Deswegen ist sie rausgefallen. Deswegen fällt Pomni aus dem Wagen. Ja, weil Jax sie einfach rausschmeißt. Warum auch immer. Der Beweggrund. Könnten wir sie schnappen. Zum Beispiel so. Hey! Oh! Jax! Wieso sind sie auf einmal neben dem Wagen? Ja, das muss ich gerade auch sagen. Also, sie sind doch weggefahren. So viel schneller. Ich meine, der LKW, den unsere Leute haben, so nenne ich sie jetzt, ist sogar noch schwerer. Der hat Außerdem mehr. Außerdem haben sie keinen Kommentar dazu gemacht, dass jetzt ein Auto kommt. Ja, also es ist gerade sehr. Okay. Das ist. Ja. Fragwürdig. Das ist jetzt schon die zweite Situation, wo ich mir gesagt hätte, okay, da hätte man sich wahrscheinlich mehr Zeit nehmen können, um das ein bisschen mehr zu etablieren. Es geht hier Schlag auf Schlag so ein bisschen, aber okay, ich bin mal gespannt. Vielleicht
gibt es dafür interessantere Aber Sachen. Aber Pomni wurde nicht entführt, sondern ist durch Jax. Tatsächlich ist Jax der Böse. Ja. Und da oben ist er sogar. Ich habe ihn jetzt gerade gesehen. Er guckt gerade noch raus. Ja. Okay, gehen wir mal weiter. Das ist jetzt die Verfolgungsjagd-Situation. Ich bin gespannt, wie das gelöst wird. Und auf die Musik möchte ich jetzt auch gerade besonders achten. Ah, du machst das klasse! Die noch nicht da. Oh doch. Ich muss kurz was holen. Checkst du? Mensch, ich kann mir, glaube ich, gut denken, was gesagt wurde. Ich dachte, das war gut hörbar. Eindeutig. Dann können, dass hier irgendwo eine Bazooka rumliegt, aber ich kann sie ja auf einmal gar nicht mehr finden. Pomni, fang auf! Nice. Okay, Pomni, halt schön drauf still und ich benutze dich als Brücke. Nimmst du mich auf den Arm? Toll gemacht, Pomni. Jetzt habe ich keine Brücke mehr. Aha, hab dich. Meine Arme. Ich weiß nicht, das ist, also die Charakterentwicklung von Jax, es ist so ein bisschen, wie soll ich es beschreiben, es ist so komödiantisch. Aber sehr flach. Es ist so wirklich. Es hat nicht so viel Tiefe, das Ganze. Also er ist einfach gemein, aber. Sinnlos. Was sein, aber ja, genau er ist sinnlos gemein. Aber das ja. macht ihn doch aus. Er ist einfach so. Ah, okay, zum Glück haben wir unseren Krokodil-Bro hier. Was macht er? Okay, alles klar. Oh wow. Ah! Ja. Die sind wie eine Klette. Mal sehen, ob sie auch Allrad in petto haben. Meine Arme sind zu lang, um den Gang zu wechseln. Jetzt fängt der Spaß erst an. Hey, Benderlis, volle Kraft voraus. Ich glaube nicht, dass Solltest du nicht unterwürfig und gehorsam sein? Jetzt zack! Boah. Die Kerle kennen einfach kein Pardon, oder? Hey, hör auf so rumzualbern und steig wieder in den Wagen! Oh ja, richtig. Geht's euch allen gut? Könntest du das wiederholen? Ich hab das wegen der Messer nicht verstanden. Hey, Gänge. Warum sind die Messer nicht aus Süßigkeiten? Alles ist aus Süßigkeiten, die Messer sind keine Süßigkeiten? Du solltest den nicht rammen. Pomni ist doch da drüben. Mach einfach, das wird... Wieso ist Jax so gemein? Na, im ersten war er halt noch gar nicht so und er hat auch noch nicht so die Anzeichen dafür gegeben, dass er wirklich so gemein ist. Er ist jetzt gerade tatsächlich, so wie du es angesprochen hast, irgendwie dieses sinnlose Gemein. Aber okay. Das, was mich jetzt halt stört, ist, die Pilotfolge wurde offiziell als erste Folge bezeichnet. Das heißt, sie ist Teil der Staffel. Wenn die Pilotfolge als Pilotfolge weiterhin definiert gewesen wäre, dann hätte ich das jetzt verstehen können, dass die Jax einfach einen anderen Charakter zugegeben haben. Er ist jetzt einfach eine andere Persönlichkeit. Aber das ist ein ziemlicher Sprung von den einen Tag auf den anderen. Naja, vielleicht. Ich weiß nicht, was seine Beweggründe waren. Lustig. Warum liegen hier so viele Messer rum? Mach schon, sonst erzähle ich Ragatha von der Figürchensache. Ha! Ragatha, Leute. Jetzt wisst ihr offiziell, sie heißt Ragatha. Hm? Sind ja geistesgestört. Dann setzen wir mal einen drauf. Oh, kein Rahmen mehr. Dann werde ich Ragatha wohl von der Sache erzählen müssen. Oh, du bist ja immer noch hier. Leute! Pomni, bereit zum Ende! Oh, ich liebe Kinga. Kinga, ist dieses Seil an irgendwas festgebunden? Keine Ahnung. Ich sehe mal nach. Oh, damn. Oh mein Gott. Oh, damn. Da gehen wir jetzt nochmal mit den Pfeiltasten zurück. Nein! Boah. Stark. Stell dir mal vor, das hätten sie als einer der Teaser-Bilder genommen. Aha. Uhu. Und da fliegen sie zum Karamellmonster. Ah, Konfektmonster. Ja. Daran bist nur du schuld. Oh nein, Pomni. Was? Haha, sehr schön.
Das ist so dieses typische Glitching. Das erinnert mich tatsächlich an ein Videospiel, Get Over It, wo so random Gegenstände einfach in der Luft sind und die Person dann mit so einem Hammer drüber klettern muss. Aber ja. Er ist der Geist. Er ist der Geist, den wir im Teaser gesehen haben. Das ist die Umgebung. Er ist der Geist. Ah, das macht doch Sinn. Seine Augen waren gerade eben... Ja, doch. Ja, er ist das. Meinst du, er wird zum Geist? Nein, aber wir dachten nur, es ist ein Geist. Aber es ist es ist kein Geist. Er ist nur er, aber in einer anderen Belichtung und halt so blau. Aber okay. Jungs? Ah, okay. Er kennt sich aus. Er weiß, wo er ist. Na. Naja, er hat gesagt... Ach so, er sucht, genau. Ja. Glaubst du, er kennt ihn? Okay, nein. Haha! Hier ist der Sound. Oh, schön. In T-Pose. Geil. Danke. Also für die, die das nicht wissen, das ist so ein, wenn man Videospiele designt oder irgendwas ähnliches und dann die Designs hat, beziehungsweise die Models, na, das sind ja sozusagen so, wie sie aussehen am Ende. Das ist dann sozusagen die normale Pose, die diese Models dann einnehmen. Nennt sich dann halt T-Pose, wie der Name T, weil sie mit den Armen so etwas ausgestreckt sind. Irgendwie ganz schön. Das ist Kanes geheimes Versteck oder was auch immer. Finde ich cool, die Idee. Das kann jetzt so sein, dass wir so ein, oh, ich bin gar nicht real und die totale Identitätskrise und so. Ich bin gespannt, wie sich jetzt unser Gummigodino-Krokodil-Bruder entwickelt. Wo sind wir? Was ist das alles? Ich weiß auch nicht. Wir sind irgendwo unter der Map, denke ich. Die hat aber so einen komischen Effekt, die Pomni. Hast du das gesehen? Ja. Um sie herum? So eine Art Blur-Effekt. Okay, das ist die... Ah, verdammt. Das ist diese Grafikbox wahrscheinlich einfach so. Das ihre Hitbox wird es wahrscheinlich sein. Oder? Ich weiß es nicht. Damit das Videospiel weiß, okay, wo soll es mit einem anderen Objekt kollidieren? Ab wo ist der Punkt, wo etwas miteinander kollidiert und so? Er hat es nicht. Genau. Sind weder du noch einer deiner Leute hier. Oder? Ich bin nicht sicher. Wir sind. Aber sie ist es auch nicht. NPCs? Ja. NPCs? Was redest du da bitte? Was seid ihr für Freaks? Was bin ich? Mama. Hast eine Mutter? Sollte sie nicht hier bei all den anderen stehen? Ich kenne ja nicht mal mehr ihr Gesicht. Hatte sie je ein Gesicht? War irgendwas hier real? Okay, aber warte, denk nicht darüber nach. Ich glaube, es muss einen Weg geben, uns hoch zu katapultieren, oder? Ich will, dass du mir sagst, was ich in Wirklichkeit bin. Ja. Woher soll sie das wissen? Das kommt. Es ist so süß. Es ist so schön gemacht auch. Ja. Ja.
Let's go, ich bin gespannt. Die Musik ist ja schön. Aber ich find's, warte, ganz kurz. Ja. Ich find's komisch, dass er sie nicht mal fragt, also Pomni nicht mal fragt, wer sie ist oder so, sondern dass er sofort, weißt du, was ich meine? Er war sofort so, oh ja, du bist da. Wer bin ich? Wer bist du? Und irgendwie, das fand ich komisch, dass er sofort so... Ja gut, er hat sofort gecheckt, ja, dass er anscheinend irgendwie nicht so wirklich einzigartig ist, wie er dachte, dass er es sei. Ja. Okay, warte. Ist bei euch alles in Butter? Nein. Oh. Ach, Mensch. Die arme Pomni. Ich hoffe, ihr geht's gut. Die arme Pomni? Wir sind selbst am dran. Wir stehen so kurz davor, wie Augustus Glubsch zu enden. Fand ich sehr schön alles. Oh ja. Spiel mir meine Augen ein Strahl. Es ist genauso wie das Monster aus Ragged the Ann. Ragged, ja, was auch immer. Es ist genauso. Ja. Das Mauern? Na dann, probieren wir das Spiel. Wir sind kein Futter! Nicht aus Butter und keinesfalls aus Zucker! Sowas willst du nicht verschlingen! Ihr seid nicht Süßes? Wie soll ich denn etwas essen, was nicht aus Süßkram besteht? Tut mir leid. Pomni verpasst mir immer die großen, schleimigen Monster. Wer bist du überhaupt? Ich bin das Konflikt. Einst lebte ich innerhalb der Schlossmauern. Doch ich wurde verbannt von dieser verdorbenen Prinzessin, nachdem ich zu viele ihrer zuckersüßen Untertanen vernaschte. Oh, die waren ja so köstlich. Manchmal kann ich sie hören, wie sie mich rufen. Oh Gott, das hört sich ziemlich... War mir ganz klar, wo man eben die ganzen Teaser und so alles sieht. Mhm. Aber der Übergang manchmal auch kann ich sie hören, sind sehr interessant. Wie sie mich rufen. Also, ja, war seine Augenform nicht viel weiter aus? Manchmal kann ich sie hören, wie sie mich rufen. Ja, okay. Oh Gott, das hört sich ziemlich nach Mord an. Ist es denn wirklich Mord, wenn es lecker ist? Das verrat mir einer. Da hast du einen guten Punkt. Nein, schlechter Punkt. Wieso überlässt du das nicht mir? Interessant. Wir hatten ja gedacht, dass die miteinander diskutieren, weil Jax die Person ist, die den Wagen da in den See rein transportiert, befördert hat. Aber tatsächlich, nein, es ist einfach nur ein Gespräch zwischen den drei und er hat einfach einen, ja, etwas kontroverseren Ansatz. Ja. Bevor ich auf die Idee komme, dass deine Haare wie Lakritz aussehen. Oh, stimmt. Das ist ja lächerlich. Aufhören! Also, Mr. Konflikt, Sie wirken wie ein aufrichtiger Mann mit wahrlich noblen Zielen. Oh, das bin ich nicht. Wüsstest du, was ich in meiner Freizeit so anstelle? Oh, du wärst verstört. Worauf ich hinaus wollte? Ich habe da einen direkten Zugang ins Innere des Schlosses. Sofern du auch ein Klitz... Okay, stark. Mm. Stark. Sehr gut. Hast du keinen Gefallen erweist? Mund zu Lakritzkopf. Deine Haare sind im Eimer. Oh, du musst zu einem Meister des Dingeöffnens sein gesandt, um mich aus meinem äußeren Gefängnis zu befreien. Live und in Farbe. Du musst uns lediglich dabei helfen, ein paar dreckigen Banditen das Handwerk zu legen. Aha. Ich liebe die Idee, dass Jax ein Deal mit dem Konfektmonster abschließt. Es heißt nur Konfekt. By the way. Okay, dem Konfekt, wir nennen es jetzt Konfekt, so wie es auch heißt. Und dass der Deal darin besteht, dass das Konfekt ihnen hilft und er im Gegensatz dafür die ganzen Menschen in dem Königreich fressen darf, weil ihnen den Schlüssel dazu gibt, was ihn indirekt zu einem Mörder macht, den Jax. Okay, mal gucken. Ich habe dem Tod ins Auge gesehen. Warte! Was ist passiert? Oh. Willst du versuchen, mit anzupacken? Identitätskrise? Oder bist du noch? Oh, er ist so süß eigentlich. Hey. Oh.
Bist du okay? Nein. Willst du darüber reden? Was gibt's da schon zu bereden? Ich will dich nicht einfach hier sitzen lassen. Warum nicht? Ich bin doch eh nicht von Bedeutung. Ich bin nichts. Mein Leben, meine Erinnerung, meine Freunde. Nichts ist echt. Ah, das meint auch Gooseworks über Tumblr mit dem, sie wurde gefragt, wenn du die zweite Episode mit ein paar Wörtern beschreiben könntest, oder mit einem Wort, welche wären das dann? Sie hat geantwortet mit I'm nothing. Nothing. Bin nichts. Oh. Okay. Ja, und das meinte sie damit, Gumigu und seine Identitätskrise. Aber meinst du, das sind dann Quotes, die, also Zitate, die in der Serie dann vorkommen? Die dann das hat er gerade gesagt. Genau. Dass es auch in den zukünftigen Episoden dann wahrscheinlich so der Fall sein wird, oder? Oh, nein, das habe ich nicht damit gemeint. Das mit dem. Aber es könnte sein, oder? Meinst du das mit den Reaktionen von ja. ihr? Nein, ah, nein, das waren sie nicht. Das. Nein, nein, nein. Ihre Reaktion auf die Episode war Bro. Aber das ist ja nicht. Nein, nein, nein. Sondern okay. Sie wurde extra. Das ist eine andere Frage. Das wurde sie auch gefragt. Das können wir jetzt einblenden. Und. Ja. Machen wir erstmal weiter. Das mag seltsam klingen, aber ich glaube, ich kenne das Gefühl. Naja, vielleicht nicht das genaue Gefühl, aber sich unbedeutend zu fühlen ist gar nicht unüblich. Ich meine, das Gefühl gibt es sogar in der Welt, aus der ich komme. Aber du machst dir doch trotzdem Sorgen um deine Kollegen, oder? Sicher machen sie sich auch um dich Sorgen? Das ist doch unwichtig. Was bleibt uns, sobald ihr wieder weg seid? Wir sind Hindernisse. Geschaffen, um besiegt und vergessen zu werden. Naja. Das müsst ihr aber nicht. Der Zirkus, der Ort, von dem ich komme. Naja, eigentlich komme ich von woanders. Aber wenn er mein Zuhause sein muss, kann er vielleicht auch deins sein? Die Leute dort sind interessant. Oh. Wieder ein Teil des Zirkus! Ah, oh. Boah, weißt du, was interessant wäre, oh. wenn das jetzt, also was ich mir vorstellen könnte, er versucht so, ja, okay, machen wir. Entweder Option 1 oder Alternative 1, was passieren könnte. Er sagt doch, nein, ich bleib bei meinen Freunden. Und lebe so mein Leben. Zweite Situation ist, er kommt mit und Kane sagt, nö. Und er wird dann so gezwungen wieder zurückgeschickt. Mm. Und so, no, und so ein Scheiß. Oder dritte Situation, er wird Teil des Zirkus. Aber, ja, mal gucken. Das sind so meine drei Guesses jetzt. Wenn man das so will. Oder er sagt jetzt einfach nein. Jemand Echtes sein. Warum willst du mich aufmuntern? Was für einen Nutzen ziehst du daraus? Ich denke, ich will einfach nicht, dass du dich sinnlos fühlst. Regifer hat ja auch Pomni aufgemuntert, so ein bisschen. Oder versucht es zumindest. Und das ist jetzt gerade so, Pomni übernimmt die Rolle von Regifer. Ich will nicht, dass irgendwer so fühlt. Aber ich bin nicht mal eine echte Person. Würde ich da reinpassen? Du würdest sicher nicht weniger da reinpassen als ich. Und ich hätte gern einen Freund. Einen Freund? Keinen festen Freund. Damit ist gemeint einfach nur einen Freund. Ja? Platonisch. Platonisch. Keine Beziehungen oder Romanzen. Du bist ein seltsamer Charakter. Na dann mal ran an den Mäusespeck. Ich bitte dich nur darum, dass wir den Jungs nichts erzählen. Oder? Oh, meinst du, das könnte so eine Alles steht Kopf-Referenz sein und er ist der Rüssel. Mit B fängt er an. Der Rüsseltyp, der sich dann opfert in der Schlucht da. Oh ja, nein, ich hab das so gemeint. Nein. Und Pomni kommt dann raus. Und Pomni dreht sich um und dann
Nein, du schaffst es. Oh, das wäre so. Wie heißt der nochmal? Bono. Was? Keine Ahnung. Sie sind immer so froh und gemüt. Ich will sie nicht mit ins Verderben ziehen. Ja, das klingt schlüssig. Wie heißt du eigentlich? Gummiko. Wow, das ist fast so dumm wie mein Name. Was hast du im Kopf, um uns hier raus zu befördern? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendeine Art Glitch mit den Hitboxen der Trucks. Hitbox. Nice. Ich weiß nicht recht, wie wir das... Okay, ich werf einfach mit Ideen um mich. Wenn das nicht klappt, probieren wir was anderes. Du bist die Expertin hier. Ich finde das sehr schön abgemischt, auch auf die Raumakustik. Ja, dachte ich mir auch. Das ist sehr gut gemacht. Ja. Olli, wenn du dafür zuständig warst. Oder Julian. Gut gemacht. Das bin ich nicht. Aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Schauen wir mal, was wird! Olli oder Julian, wer auch immer dafür zuständig war. Hallo? Aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Aber schauen wir mal, was wird. Was wird? Woher ist das? Oder? Das ist der Meme aus, ich weiß nicht genau woher, aber entweder Höhle der Löwen oder so, wo diese zwei so sagen so, ja, dann schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich kenne das gar nicht. Ich kenne das gar nicht, aber crazy. Ja. Oh, cool. Und die Idee, die die beiden jetzt haben, finde ich auch sehr schön. Mhm. Das ist auch so ein typisches Videospielding. Mir fällt gerade auf, dass das eventuell schmerzhaft werden kann. Ja, die könnten sich jetzt tausendmal überschlagen. Ja. Es ist aber schon so ein bisschen, ich sage es sehr ungern, aber irgendwie fängt es an, sich zu, so zu etablieren, als würden die sich so ein bisschen mögen. Weißt du? Oh. Ja, aber... Das wäre... Nee. Pomni? Nein. Gummigu? Don't. Nein. Don't. Stop. Wow, auch schön. Wenn ich Aha! Okay. Ah, und sie suchen sie jetzt natürlich. Und sie kommen jetzt mit dem Wagen rausgeschossen. Mhm. Interesting. Merken darf, das ist um einiges unspektakulärer, als ich mir erhofft hatte. Was hast du dir denn erhofft? Du weißt schon, ein. Aber es ist mittlerweile schon dunkel. Also es müsste ja eigentlich, es ist anscheinend sehr viel Zeit vergangen. Oder der Tag ist einfach anders. Der Tag-Nacht-Zyklus. Großes finales Gefecht. Blutbad, Tod, Elend, ach was auch immer. Ja, das habe ich mir auch tatsächlich gedacht. Jax, wo bleibst du? Seid ihr sicher, dass sie verschwunden sind? Sie sind nicht einfach runtergefallen oder sowas? Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber doch, definitiv. Es sieht dem Boss nicht ähnlich, mit einem Clown mitzugehen. Äußerst unüblich. Also das ist besorgniserregend. Naja, wenn das Schlimmste zum Schlimmsten kommt, können das wir immer noch... Das war ein schöner... Das ist schön, irgendwie. Clown mitzugehen. Äußerst unüblich. Also das ist... Das. Besorgniserregend. Schönes Bild. Mhm. Naja, wenn das Schlimmste zum Schlimmsten kommt, können wir immer noch Kane um Hilfe bitten. Ich mache mir viel eher Sorgen, dass sie wieder eine schlechte Erfahrung macht. Sie scheint das von gestern immer noch nicht gut zu verarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass sie mich nicht wirklich leiden kann. Es ist für niemanden leicht, das durchzumachen. Nimm's nicht zu persönlich. Ich weiß noch, wie lange du dich erst einleben musstest. Oh, ja. Ich bin erstaunt, dass du das noch weißt. Dass ich was weiß? Habt ihr einen zusätzlichen fliegenden Truck? Klar! Oh, warte, nein, haben wir nicht, nein, nie gehabt. Oh, ein Schmelzsignal. Nein! Wait! Oh. Er ist gestorben? Ist er jetzt gestorben? Ja. Vermutlich.
Wo ist Bubble? Okay. Wo ist Bubble? Wo? Ja. Was ist das hier für ein Zeug? Pommy, ist alles in Ordnung? Und das ist der Schlamm da. Ja. Und ich habe gedacht, das wäre Öl. Oh mein Gott. Okay. Was ist passiert? Ja, mir geht's gut. Ich habe einen Freund gefunden. Oh. Boss, wo warst du hin? Wir wurden konfisziert. Das wollt ihr nicht wissen. Schön euch zu sehen, Jungs. Warum sind ihr zwei genommen, Trump? Hier ist auch ran. Oh mein Gott. Ja. Okay, und jetzt erklärt es auch. Naja. Warum Kinga so aussieht, wie er aussah in dem Teaserbild? Es war Ahornsirup. Und nicht Konfekt, irgendwas, Schlamm. Karamell. Verdammt. Naja. Ja, Leute, das ist halt auch ein schöner Beweis dafür, dass es sehr viel Interpretationsspielraum gibt und man sich dennoch nie wirklich sicher sein kann. Voll mit Sirup. Ah ja, das ist wohl wahr. Ihr denkt nicht eventuell, dass meine Kumpels den hier mit zurück ins Dorf nehmen könnten, oder? Ich schätze, jetzt wo es zwei davon gibt, wird es keinen Schaden anrichten. Ich war noch nie in meinem Leben so unfassbar enttäuscht. Oh ja, komm, jetzt, Jax, bitte, fang an. Von was? Wieso ist er so down? Ich verstehe es nicht. Er ist nicht nur down, er ist maximal. Aber wieso? Also es ist ja nichts so Schlimmes passiert eigentlich. Ja, generell, also er ist ja jetzt an sich einfach gemeiner und jetzt stört ihn das auch noch, dass er nicht das Abenteuer hatte, was er sich gewünscht hatte. Hm. Puh. Naja, vielleicht gibt es ja Blut, Tod und Verderben im nächsten Abenteuer. Hahaha, wie liebreizend. Oh ja, das hier ist Gummigo. Oh mein Gott, sie spielen irgendwas Klatschepatsch da hinten. Oh, wie süß. Er wird mit uns zum Zirkus mitgehen. Oh, ist das denn erlaubt? Seine Realität wurde, grob gesagt, komplett vernichtet. Das war so das Mindeste, was ich ihm anbieten konnte, anstatt ihn einfach zurückzulassen. Hey, er hat also Bock mitzukommen. Jetzt lasst uns diesen bescheuerten Truck zum bescheuerten Königreich bringen. Okay, nice. Sehr schön gemacht. Unser Königreich auf ein neues Erblühen. Es war sicherlich kein simples Unterfangen. Du hast ja keine Ahnung. Lebet wohl, holde Ritter. Viel Freude bei der Hinrichtung dieses Halunken. Ja, das... Oh nein, er ist der Letzte. Er ist der Letzte. Nein. Er kommt... Nein, naja, okay. Der Letzte. Oh, hey. Vielleicht habe ich das Teuer doch nicht grundlos auf den... Jetzt. Okay, ich dachte, das Konfektmonster... Das Konfekt wäre nicht mehr im Leben, aber... Stehen lassen. Was? Ich dachte, er wäre tot. Warum hast du das getan? Halt, Moment. Was hat dies zu bedeuten? Tja, wir helfen euch gerne wieder. Bis dann. Und er... Gummigo! Oh mein Gott. Ich hätte es jetzt aber auch echt spannend gefunden, wenn er auf einmal geblockt wird und dann nicht durchkommt. Aber okay. Willkommen zurück, meine Kinder. Stell mal vor, Kane sagt jetzt nein und er wird wieder durchs Portal geschossen und dann wissen alle, was mit ihm passiert, weil, naja, wir wissen gerade, was passiert. Krassen Genossen! Also das ist der Zirkus, was? Gar nicht mal so übel. Oh, scheinbar ist einer von denen da durchgeschlüpft. Warte, was? Nein! Warte, was? Ich weiß ja, ihr habt sie gern, die NPCs, aber wenn ich den Überblick darüber verliere, wer Mensch ist und wer NPC, wer weiß, was... Ey, was... Geil. Oh. Tja, ich werde nun etwas Wasser trinken. Ist eine Weile her, dass ich das getan habe. Abstrahe Pommes jetzt. Gott, ich dachte, ich werde ihn nie... Stimmt, wo war Sube und Kane im Gespräch? Da gab's das ja auch... Das kommt ja in einer anderen Folge. Vermutlich. Vermutlich, okay. Folge 4, Folge 3. Das tut mir wirklich unglaublich leid, Pomni. Heftig. Den Versuch war's wert. Wer weiß, vielleicht kehrt er in einem künftigen Abenteuer zurück. Ich weiß, dass Kane von Zeit zu Zeit NPCs wiederverwendet. Oh. Boah. Da möchte man sich nicht reinversetzen. Hey... Willst du denn zumindest Kaufmus Trauerfeier beiwohnen? Oh, damn. Wir halten gerne eine kleine Trauerfeier ab, um die abstrahierten Menschen zu würdigen.
Diese hier wurde nur aufgrund deiner Ankunft etwas rumgeschoben. Es ist das Mindeste, was wir tun können, um sie in Ehren zu halten. Um einen Tag. Süß. Oh Mann, ich denke immer, dass ich vorbereitet für sowas wäre, aber dann stellt man das Bild auf und... Naja, ich bin jetzt schon am Zittern. Sehr schön. Okay, aber es gab keinen Cliffhanger. Genau, es war einfach eine sehr... Also ich fand das Ende besonders schön. Auch, ja, auch Regifas Emotionen. Ich fand das alles sehr stimmig am Ende. Schön abgerundet auch. Also es muss ja nicht immer einen Cliffhanger geben. Das ist ja normalerweise immer... Es ist ja eine Staffel mit neun Folgen und dementsprechend hat es für mich gepasst, so die zweite Folge. Und es ist auch so ein schönes kleines Abenteuer mit... Ja, Aufbau, Höhepunkt und dann sinkender Spannung. Alles stimmig, also ich mag die zweite Folge an sich. Es muss nichts Weltbewegendes sein und ich glaube, das ist auch nicht jetzt auch der Anspruch der, also der Serie. Und ich finde das, was sie gemacht haben, ist sehr, sehr schön. Sehr solide, besonders halt auch das Ende, das gefällt mir sehr. Ich frage mich jetzt, ob in den letzten paar Sekunden noch ein kleiner Ausschnitt ins Zuckerkönigreich gemacht wird und wir sehen können, was da gerade passiert. Würde mich auch noch interessieren. Und Jax ist... Stimmt. Was ist mit Jax? Jax ist ja gar nicht... er ist einfach nur gemein. Er war auch gar nicht bei Kaufmo. Am Ende. Echt? Nein, er war... Oder? Er war nicht da. Wir müssen mal ganz kurz zurückgehen. Er war nicht da. Hat die Augen verdreht und ist gegangen. Ah, verdammt, jetzt bin ich hier gerade... Sehr weit zurück in der Vorgang. Ja, sehr schön auch, die Bilder. Ja, ist gar nicht mehr da. Ist sehr mad. Ja, das Jax, es hat, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, gemein. Aber er ist jetzt nicht zum Mörder geworden. Indirekt. Ja. Ich meine, ich glaube, jetzt wird auch deutlicher, wo das Gooseworks. Gooseworks hat ja die Inspiration von Poppy the Performer. Und der ist ja so krass durchgeknallt und psychisch ein bisschen daneben. Und ich glaube, jetzt hat man versucht, dass Jax noch ähnlicher in die Richtung von Poppy the Performer geht. Es gibt ein Gummigoo, no way, ich will den haben. Es gibt ein Gummigoo und Kinga. Oh. Kinga hatten wir vorher schon gesehen gehabt. Gummigoo, wirklich nice. Ja, schön. Auch sehr schön getroffen. Ja. Oh. Oh. Okay. Oh mein Gott. Er support the show. Zubel! Jax! Komisch, Jax ist. Weil ist das. Nee, Jax. Das ist so eine Lampe, schon, oder? Ja, genau. Nee, nur so ein Aufsteller. Ah. Jax gab's schon als. Okay, der Flaschee. Ist dann einfach nur wesentlich kleiner dann wahrscheinlich. Gibt's einfach. Ach, stimmt, Kane gab's auch schon, ne? Oh, woher erinnert mich das? Es erinnert mich an irgendwas, aber ich kann nicht ganz genau sagen, woher. Kein Ausschnitt? Gönn. Okay, schade. Nein. Ja, was kann man abschließend sagen? Ich glaube, wir haben... Ich von meiner Seite habe, glaube ich, alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Gummigoo kommt auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man diesen Charakter nicht nochmal wiederverwendet. Mhm. Das kann ich jetzt so abschließend sagen. Ja, was mit Jax und Kaufmo, die Beziehung, sehr interessant. Ach, meinst du da ich, ist entweder etwas... oder Jax ist einfach nur... Aber das, okay, wenn du jetzt sagst, die Beziehung zwischen den beiden wäre nicht so stark gewesen. Also er hat hier so einen kleinen emotionalen Bruch gehabt, als die Beerdigung angesprochen wurde. Hier, oder er war genervt. Da. Ja. Das ist für mich eher so ein Ding, oh, ich denke gerade an Kaufmo und das ist wirklich traurig, aber er versucht das so ein bisschen. Ja, und dann, er ist trotzdem aber noch wütend und angepisst. Er ist emotional nicht stabil. Ja, das kann man so sagen, er ist... Er flüchtet gerade vor der Situation, weil ihm das emotional wahrscheinlich zu stark brechen würde, das mit Kaufmo, und deswegen geht er weg, um dem so ein bisschen zu entkommen. Gerne eine kleine Trauerfeier ab, um die abstrahierten Menschen zu würdigen. Crazy. Aber dass Pomni das auch, also am Anfang habe ich gedacht, okay, also ich konnte komplett nachvollziehen Pomnis Reaktion da, dass ihr, weil sie hat ja gesagt, ich möchte gerne einen Freund haben, ich habe gerade so keinen, ich bin so ein bisschen einsam, und hat dann so ihre Connection aufgebaut, und ihre einzige Connection, die sie jetzt halt eben aufgebaut hat, wurde einfach von Kane gerade vernichtet. Puh. Uha. Also die Emotion kann ich komplett nachvollziehen. Am Ende war sie dann eher... Wir halten gerne eine kleine Trauerfeier. Hat sie sich so ein bisschen, ja, davon erholt. Und sie hat jetzt irgendwie gedacht, okay, die anderen sind meine Freunde. Sie konnte sich an den Traum zurückerinnern. Auch. Also, kennst du das, wenn du aufwachst und du kannst dich nicht mehr so ganz an den Traum erinnern? Und es war ja eigentlich ein Albtraum. Sie wurde ja nicht gerettet, sie ist da in dieses Loch gefallen. Und jetzt konnte sie sich daran erinnern, dass sie von, ich glaube, ich weiß nicht, welche Hand das war, aber von irgendeiner Hand von ihnen gerettet wurde. Und dann dachte sie sich so, oh, okay, hier ist es auch nicht so schlecht. Vielleicht sind das meine Freunde. So, abschließend. Ein kleines Lächeln bei ihr auf. Aber ja, das war die zweite Folge. Schön. Das die Candace-Klau-Karambolage im Candace-Klippen-Königreich, wenn der Name noch so stimmt. Ja, ich finde es schön. Auch tolle Arbeit. Kann ich nur den Hut vorziehen. Hat Spaß aber gemacht zu sehen. Sehr anders als die erste Episode. Aber das ich stimmt. Mag auf jeden Fall. Ich verstehe jetzt, was Julian meinte, also die Stimme von Jax, dass es in eine sehr andere Richtung geht. Aber noch nicht so sehr. Ja, man kann sich schon so vorstellen, wie es weitergeht. Nicht vom Inhalt her, sondern eher vom Design, von der Komödie, vom Humor. Aber man... Ich bin echt gespannt auf die nächsten Folgen. Also die Folge hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht zu schauen. Und ich freue mich dementsprechend, die weiteren Episoden zu sehen, was es da für Abenteuer gibt. Weil ich mag so diese kleinen Konzeptideen, also dass es immer ein neues Abenteuer gibt und man da was Neues erlebt, und dann schließt sich dieses Abenteuer in der Folge in der Regel noch. Vielleicht wird es so eine Art roten Faden oder einen weiteren Handlungsstrang über die Staffel hinaus geben. Bis jetzt würde ich sagen, ist er noch nicht da. Nein, ich glaube, es geht eher in die Richtung Charakterentwicklung, anstatt von der Inhalt von der Serie. Dass der irgendwie einen roten Faden hat, sondern ich glaube, es geht mehr um Charakterentwicklung, wie die Beziehung zueinander ist und wie sich das weiterentwickelt. Mhm. Und ich bin da schon sehr gespannt. Vor allem, weil es auch etwas düsterer werden soll. Jetzt, ich fand die Episode, ja, vor allem bei Jax gab es so ein paar, ich würde nicht direkt sagen Depression, weil es geht wieder in eine andere Richtung, aber es gab so düsterere Dinge bei Jax. Die ich jetzt so gesehen habe, aber noch nicht so crazy, noch nicht so stark, dass ich mir sagen würde, wow, okay, das war heftig, aber ja. Ja. Ich bin sehr gespannt. Also, dass er so fixiert auf Mord, Blut, Totschlag, ich weiß nicht, was da gerade alles gesagt wurde. Und das Schlimme ist, man kann ihm sehr gut zutrauen, dass er das auch bei seinen Freunden, bei seinen Mitbewohnern hier im Zirkus machen könnte, also dass er da irgendwen umbringt oder so. Man könnte es ihm vertrauen. Also schon irgendwie. Ich weiß nicht.
Also ich glaube, da. Ich glaube, Jax wird. Es könnte. Was mir jetzt auch gerade irgendwie. Er ist ja gerade sehr emotional aufgewühlt und er ist gerade die einzige Person, die nicht da war. Und wenn wir davon ausgehen, dass die dritte Episode einen Tag nach der zweiten Episode spielt oder vielleicht noch am gleichen Tag, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Jax vielleicht abstrahiert, weil er gerade eben so eine besondere Entwicklung durchmacht. Und mal sehen. Stelle ich mir auch gerade noch vor. Könnte sein, dass es natürlich weit hergeholt, aber komplett auszuschließen ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Es ist ein bisschen ein anderes Setting hier, als wir sonst gewohnt sind. Ich hoffe, es war dennoch interessant zum Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ciao! Ciao! So. Ciao!